Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In der letzten Folge haben wir hier diese komischen Typen besiegt und sollen jetzt hier die Pumpen deaktivieren oder zerstören. Oh, da gibt's Geisterpunkte. Cool. Und wir sind natürlich immer noch sehr besorgt über unsere Tochter. Ich hoffe doch sehr, dass wir sie zeitnah finden. Am besten natürlich auch noch lebendig. Dann wäre die Welt wieder in Ordnung. Guck mal, hier haben wir einen toten Geist. Do not delay, Warrior of Gaia. The forest is dying. Kein Wunder bei Fracking, dass die dafür Zeug in den Boden buttern. Und das Ganze noch als Biotreibstoff vermarkten. Das ist schon mal eine Hausnummer. Kommen wir hier rein? Nö. Wo müssen wir denn demnächst hin? Achso, das zeigen mir natürlich die Dinger hier an, oder was? Ja, alles klar. Ich habe verzweifelt unser orangenes Zielzeichen gesucht, aber es war leider nicht da. It's strange. Compared to samples taken just 200 meters from here. The difference is staggering. The sample taken by the dam contains less than a tenth of the number of aquatic life forms. Tja, dann wäre es vielleicht mal eine Variante, das Ganze zu stoppen, oder? Achso, wir müssen... Den habe ich gar nicht gesehen. Wir müssen hier gar nichts zerstören, sondern hier unten ist jetzt die nächste. Kann nur leider immer noch keine Armbrust benutzen. Ich hätte gerne jemanden erstmal von hier oben abgeschossen. Erlaubt mir das Spiel allerdings nicht. Jetzt erlaubt es es mir. Und bam. Ah, das sind ja zumindest immer nur kleine Gegnergruppen hier. Das sollte ja relativ flink vorangehen. Geh doch weg mit deinem komischen Arm. Bam. Die halten halt aber auch eine Menge aus, ey. Stirb. Und damit haben wir ihn erledigt. Sieht auch irgendwie gar nicht so geil aus, was die hier veranstalten. So, von wo? Von hier vorne. Ach, waren bloß drei. Na, da geht's doch. Und der nächste ist dann da hinten. Weiß nicht, ob wir unbedingt nochmal hier hoch müssen. Oh nö, das ist ja bloß den ihrer Anlage. Ich glaube, das ist nicht ganz so entscheidend. So, dann einmal hier hoch. Ich hoffe doch, wir kommen auch irgendwo oben raus. Komm schon. Jawohl. Hear me, Raccoon Spirit. Wake up. Answer Ifen's call. The worm has taken advantage of my slumber. But no longer. Ifen can count on me. Uhu, nur noch zwei Geister. Und wir müssen hier oben lang zur nächsten Fracking-Anlage. Ich möchte noch mal ein bisschen gucken, dass ich die Geister nicht übersehe. Da hinten ist noch einer. Dann können wir das ja natürlich gleich nebenbei hier noch miterledigen. Fox Spirit, your sleep must end. Ifen needs you. I hear you, Warrior of Gaia. And I am now awake. Ifen has my aid. Sehr schön. Und dann ist es bloß noch einer. Mal gucken, ob wir den hier auch gleich noch auf dem Weg finden. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir da auch noch eine Quest absolvieren müssen. Bam. Ach, da ist doch noch so einer. Ich dachte schon, wir kommen mal ohne. Was hat denn er? Geh weg mit deinen Stacheln. Oh Gott. Er sieht ja mal richtig ekelhaft aus. Und da war auch er weg. Und letzte Fracking-Anlage wird deaktiviert.
Good riddance. Wir haben einen Geisterpunkt, aber ich glaube, wir brauchen noch einen zweiten. Leider, wir gucken hier mal. Ach, das hatten wir schon. In der Raserei immun gegen fast alle. Versuche ihn zu unterbrechen. Bei der Aktivierung wird automatisch kostenlose Heilung ausgelöst. Ja, können wir eigentlich mal nehmen. War jetzt hier noch ein Geist? Nö. Was ist das? War doch noch ein Geisterpunkt. Alles klar. Das könnte der letzte Geist sein. Ethan remains. Jawohl. But his strength will only hold out for so much longer. Make haste. Nee, doch nicht. Ach, das ist doof. Man weiß aber nicht, ob es welche sind oder nicht. Manche quatschen bloß blöde rum. Andere gehen zu Ethan. Da haben wir noch einen oder zwei sogar. Hey, was denn jetzt? Enge. Das gibt einen Geisterpunkt wahrscheinlich. Yep. Da haben wir wieder einen voll. Jetzt haben wir den letzten. Sehr gut. I thank you, Fianna Warrior. Auch nicht. Das war doch so einer. Na gut. Wenn das Spiel nicht will, dann will es nicht. Du vielleicht? Humans are bleeding Kaya dry and strengthening the worm. Nee, war auch bloß so ein Tippgeber. Ach, wir sind ja hier schon beim Ethan. Müssen wir jetzt mit ihm quatschen? Kann wieder eine Stunde dauern. The worm is on the ebb, but it's ready yourself. They are here. Ach du Scheiße. Was ist denn das? What do we have here? The mongrel that's been killing my men. Truth! Och nö, die Olle. Show him what you can do. Be gone. This is no place for bloodshed. Make the Umbra take you. What? Was geht denn jetzt? Hat uns jetzt einfach auf eine andere Dimension gebeamt, oder was? Ach nö, jetzt haben wir die Olle hier. Ich habe den Namen vergessen von ihr. Also Major Crane, aber die hatte doch so einen komischen Spitznamen. Geh weg mit deinem Mist. So. Würde ich sagen, wir brauchen die Haltung hier. Bam. Alter Schwede hat das abgezogen. Weicht doch aus. Ach was, die hat Silber. Ui. Aber sie ist relativ verwundbar. Dafür, dass wir noch kaum Leben verloren haben und sie schon nur noch halb so viel. Dafür geht's. So, Attacke. Ui. Ich hätte gern nochmal so einen Special Move, dann wäre sie auf jeden Fall dran. Ach, shit. Ein Millimeter fehlt noch. Gibt's doch nicht. Jetzt haben wir ihn. Und jetzt geht's nochmal auf sie. Ja, geh weg damit. Und sie ist tot. Bam. In Richtung. Das war ja easy. Es geht natürlich weiter. Jawohl, sie ist besiegt. You rose to the call, Warrior of Gaia.
Nö, den Text haben wir schon gelesen, den brauche ich nicht nochmal vorlesen. Ja, war relativ easy. Ich hätte mir sie schwerer vorgestellt, aber okay. You have freed this territory from the clutches of the worm. And your fight for the cairn is over. Yet, in spite of your victories... Ja, natürlich unsere Tochter. We have lost our leader. And our pack is scattered. Even heavier on my heart, Endrin has taken my daughter. I felt the Silver Fang submit to his rage. Though leave without fear, Cahal, and find your daughter. I will call the Garu back to the... We shall meet again. Ava must have found Adi. She must have. Dachte jetzt schon kurz, das Spiel ist vorbei. Er meinte, dein Kampf für den Kern ist vollendet. Aber wir haben ja noch eine Tochter. Die können wir nicht vergessen. Dann machen wir jetzt mal zu Ava. Vielleicht weiß sie ja genauer, wo sie sich aufhält. Und dann wird es wahrscheinlich demnächst dorthin gehen. Gut, Pumpen sind alle besiegt. Major Grainer hat auch ihre Portion abbekommen. Das ist ja primär schon mal alles gut. Ein Geist müssen wir noch finden. Aber vorher gucken wir natürlich mal zu Ava, damit wir hier vorankommen. Mit unserer Tochter. So, ein paar Pfeile nehmen wir natürlich mit. Und hier auch nochmal aufgefüllt. Wo ist sie denn? Hier hinten hat sie sich versteckt. Oder auch nicht. Ava, the pumps are done. Tell me you found Adi. They've taken her to one of their sites in Nevada. Viridian State Prison. That's where they... I know. No time to lose. How do I get in? Don't worry, I've already got a plan. Declan's stolen an Indran helicopter. Meet up with him and I'll give you the rundown en route. Guter Declan. Hat dann Haley klar gemacht. Jawohl. Oh nein. Das war bloß Grab. Ich dachte, wir kriegen ein Schwert. Schade. Nachdem er seinen Kern aus den Klauen Entrons befreit hat, nimmt Cahal Adenas Spur auf. Die junge Frau wurde ins Viridian State Prison gebracht, eine Strafanstalt, die von Entron finanziert wird und sich mitten im Staat Nevada befindet. Dank Avas Fertigkeiten nimmt Cahal die Identität eines gesuchten Serienmörders an, dem berüchtigten Badlands-Schlechter aus South Dakota, und wird in das Gefängnis gebracht. Entron scheint die Insassen dort einer seltsamen Testreihe zu unterziehen. Cahal, Viridian State Prison is in Nevada. They've got a lab below the prison. That's where they're keeping Adana. The Nevada authorities have been hunting a serial killer for years. The Badlands Butcher. That's your new identity. I've entered your description into their database. Get yourself arrested. They'll throw you straight into Viridian State. Jo. Jetzt wird's noch ein bisschen Prison Break Style. Der Tour auf dem Arm ist unter Fluchtplan. Er ist auch hier. Cahal, so you finally turned up. Been waiting for you for a couple days now. I take it Ava put you in here? Good to have another man on the inside. How is she? I don't know her too well, but it's clear all this is shaking her. She's putting everything she has into the search for your daughter. I think that's the only thing keeping her going. I can relate. In Fragen, wer das Sagen hat, ist natürlich immer erstmal wichtig im Gefängnis. Who's in charge here, anyway? Guy named Hadley. He's the one who gave you the sticky eyes when you walked in. An ex-con promoted all the way up to warden. Try not to rub him the wrong way. He's an Endrin man, through and through. Every bit as violent as his guards. Oh, and speaking of, most of the guards here are elite soldiers in training. And they're not big on warning shots. Some of the prisoners might have info. Those with influence.
The two most influential prisoners around here are Lon Shibetta and Seth... Seth. Shibetta's mafia, and he's still running his business from the inside. I imagine he gets along well with the warden? From what I hear, they're always trading favors. The other guy, Seth, he controls the drug trade around here. Might be worth a visit if you need a boost. You'll find him in the gym. He never leaves. Apparently he's sick with something. Got it. You have a plan for getting out of here? I can't protect you while I'm looking for Adana. Don't worry about me. Ava's got it all figured out. Good. Now lead me to the Shibetta. I'll start with him. Ach, die gute Ava kümmert sich immer um alles. I'm not looking for problems here, Butcher. One toe out of line, and you're dead. Fingerzeig. So, weiter geht's. That's your guy, at the top of those stairs. If you need me after, I'll be in my cell. Ey, mein Guter. Glotz nicht so blöde. Hm? Auch lange nicht geduscht. You're Lon Shibetta. In the flesh, and you're the notorious Badlands Butcher. Welcome to Viridian State, my friend. To what do I owe the honor of your visit? Ich meine, die dann bieten ihm Fragen übers Labor stellen. Nö, wir bieten ihm erstmal einen Deal an. I know this prison has a lab where certain prisoners can undergo treatment. I need to get in there, and I'm told you can help me. And perhaps I can help you. Could you now? I do know where this laboratory of yours is. I might be amenable to a deal. I give you what you want in exchange for a small favor. Hoffentlich wird's jetzt nicht sexuell. What can I do for you? You see, two of my men think that the time has come for me to retire. A man can't advance in this world without possessing certain values. Ambition is one, of course. So are prudence and loyalty. I take it these two men were neither prudent nor loyal. Yeah, you catch on quick. I like that. The names are Neil Jordan and Eric Ross. What can you tell me about Neil Jordan? Neil has a job in the workshop during the day. Be careful when you take care of him, though. They watch that place like hawks. That said, all sorts of accidents can happen in a workshop. All sorts. Wo ist das in der Werkstatt? Passieren immer mal schnell Unfälle. Where can I find Eric Ross? Eric's in quarantine. Most of the prisoners that get the Endrin treatment usually spend a few days there afterwards. I hate to tell you, but unless you can find a way in, you'll have to wait until he comes out. I don't have time to wait. Guess I'll have to get creative. Alles klar. I'll take care of your men. But once it's done, I expect you to hold up your end of the bargain. Hey. Lon Shibetta is a man of his word. Mal schön von sich selber in der R-Perspektive sprechen. Die Leute kann ich ja leiden. So. Gut, also Neil in der Werkstatt, der andere Typ. Fitnessraum, Quarantäne, was auch immer. Hier haben wir nochmal unseren Dusk. You good? Lon tell you what you wanted to know? Not yet. He's not the kind of man to give up anything for free. Wants me to take care of two of his men. Who's getting the chop? Über Neil. Neil Jordan ring any bells? He's got a job in the workshop. I need to take him out in there somehow. Make it look like an accident. Huh. You know, a few days ago, a guy wound up in the infirmary after a workshop accident. The machine he was working on overloaded. It was just a bit of extra voltage, but it gave the guy third-degree burns. Maintenance fixed up the machine and everything's been okay since, but you know how finicky machines can be. How do I unfix it? There are some voltage controllers in the workshop. If you want to make sure this accident is fatal, you're going to want to put them all out of order. Okay, und dann gucken wir nochmal, wie wir den Eric töten. Apparently Eric Ross is in a quarantine cell. I need to get at him regardless. Ross? Huh. I hear he reacted really badly to the treatment. Never stops asking for drugs. And that guy? Eesh. He'll swallow anything you give him. Still, they don't exactly keep the poison within arm's reach around here. Check the infirmary upstairs. Something in there should do the trick. Alles klar. Apparently, ach, Eric Ross is Entschuldigung. Still. Jetzt könnte ich zornig werden und ihn töten? Nein. That should be all I need. Thanks, Dusk.
If you need me again, you know where to find me. Trotzdem krass, dass die alle hier so frei rumlaufen dürfen. Ich dachte, das ist Hochsicherheitsgefängnis 100. Gut. Sind ja genügend Elite-Soldaten da, ne? Ja, dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. In der nächsten Folge schauen wir mal, wie wir die beiden ausschalten. Sollte bestimmt kein großes Problem werden, in der Hoffnung, unsere Tochter wiederzufinden. Bis morgen, 16 Uhr, zur nächsten Folge. Macht's gut!